Was macht unser Monumentchen eigentlich? Das ist seit Jahrzehnten das beeindruckendste Bauvorhaben. Ja, ist bald in der zweiten Bauphase. Wunderbar. Fahrzeug fertiggestellt. Und es gab so, zweite Bauphase erreicht. Während der Bauarbeit. Ja, natürlich beginnen. Holz haben wir ja genug, nur Werkzeug ist immer so eine Sache. Und Energie haben wir nicht wirklich genug. Superklasse. Muss ich nochmal schauen, wie ich das mache. Ich muss hier irgendwo noch eine Hafenmeisterei bauen, glaube ich. Ein Abfertigungsterminal. Kann ich das... Ach, das muss ich in den Hafenbereich bauen. Ja, das kann ich auch mal machen, weil dann kann nämlich hier mehr Schiffe gleichzeitig anlegen. Kommt hier mal vor die... Das schaut zwar jetzt ein bisschen hässlich aus, aber naja. Da können nämlich hier mehr Schiffe gleichzeitig anlegen und unsere Dingens ist ein bisschen effektiver, unsere, ja, ihr wisst. Mein Laptop, mein Rechner gibt gerade komische Geräusche von sich. Sollte mich das beunruhigen? Ich hoffe mal nicht. Jetzt hätte ich ein Problem. So, hier ist jetzt erstmal eine Hafenbehörde angesagt und da müssen da noch ein paar Offshore-Windräder hin, sonst wird das mit der Energie hier nichts. Aber erstmal brauche ich mehr Werkzeug. Das kommt hier ganz an den Rand raus. Und noch eins. Und noch eins. Hier kann ich ja theoretisch noch eins bauen. So, dann geht's aber nicht mehr. Und wir haben wieder einen Haufen Energie auf der Insel. Das braucht wirklich so viel Energie, das ist ja der Wahnsinn. Wie viele Arbeiter beschäftigen Sie hier eigentlich? Minus 140 Energie, das ist doch gar nicht so viel. Was braucht er? Braucht er doch so viel Energie? Und da will ich irgendwann noch ein Flussklärwerk bauen, das glaube ich gar nicht vergessen. Da brauche ich noch einen Staudamm für. Oder noch so eins. Wobei ich das natürlich eh nächster, näherer Zukunft nicht bauen kann. Was ist bei euch eigentlich los? Kein Kupfer. Und kein Eisen. Ach so. Ne, das macht natürlich Sinn, dass da nicht viel gearbeitet wird dann. Aber Eisen haben wir doch eigentlich. Hier habe ich ja keinen Minenbauplatz mehr frei, oder? Nö. Der ist auch schon mit einer Kupfermine belegt. Ist natürlich nicht so toll. Aber naja, das geht schon. Achtung. Produktionsstillstand. So, und jetzt bin ich ein bisschen ratlos, was ich jetzt die Zeit noch machen soll. Ehrlich gesagt. Nach ökologischen Gesichtspunkten geplant. Sehr vorbildlich. Also das mit dem Holz sollte hier ganz gut funktionieren. Werkzeug sollte momentan auch ganz gut laufen. Jetzt kann ich hier mal Bauzöllen mit den vorhandenen Bauzöllen noch ein paar Häuser bauen. Dass wir hier mehr Einwohner hinkriegen. Ich bin ja hier nicht aus, möglichst viele Einwohner zu haben in dieser Siedlung. Ich bin hier drauf aus, eine möglichst organische, funktionierende Stadt zu bauen. Und das bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg bisher. Also ich glaube, dass das ganz gut läuft. Ich habe da ja auch keine Ahnung. So. Das Monument. Ja gut, da brauche ich jetzt nicht alle drei Minuten schauen, weil das dauert eh noch ewig. Das Problem ist dann die Solarturmkraftwerke, die wären ja an sich toll, aber die brauchen einen Haufen Platz. Das ist nicht so toll. Ein ständiges Rumgehust ist auch nicht so toll. Oh, die drei Hovercrafts sind fertig. Cool. Warum habe ich das jetzt eigentlich so verspätet gesagt? Das hört sich immer an, als wenn die Aufnahme asynchron wäre. Ist sie aber gar nicht. Wir haben hier einen Haufen Reis, viel zu wenig Gemüse und die hier laufen eh nur auf 91%, weil kein Gemüse da ist. Na super, dann weiß ich ja, was ich machen muss hier. Hier sind ja alles Gemüsefarmen, oder? Jo. Dann kann ich doch hier mal gleich noch ein paar Gemüsefarmen bauen. Oder auch nicht. Natürlich holt er jetzt natürlich ständig irgendwas ab da. Das ist nicht so toll. Ein Schiff kapern. Alles klar. Fletcher, ich brauche dich. So. Ach, ich falsche Insel. Da wollte ich hier. Kann ich da jetzt
da oben noch ein Feld hinbauen? Das ist natürlich die Frage, ob das jetzt klappt mit den Feldern hier. Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, es klappt. Jupp, es klappt. Wenn auch ein bisschen... Nein, es klappt nicht. Scheiße. Ah, verdammt. Da müssen die hier weg. Und neu gebaut werden. Hier und hier. Dann kann ich hier meinen Plan verwirklichen. So. Und das war's dann mit den zwei zusätzlichen Produktionen hier. Mal nochmal verbinden, dass die auch abgeholt werden können. Ach, ein Handelsschiff kommt auch wieder angetuckert hier. Cool. Und ich glaube, der Sokov hat dann an meiner Insel vorbei eine seiner Haupthandelsrouten. Wie macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht? Ja, ist ja gut. Immer mit der Ruhe. Welches Schiff muss ich denn kapern? Menschenhändler soll ich kapern. Ach du Kacke, hast du irgendwie ein Problem oder so? Das kannst du vergessen, Alter. Wenn man's nicht Alte. Selber macht. Mit der Flotte lege ich mich nicht an. Bin ja nicht lebensmüde. Also nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Ich muss unbedingt mal wieder Glas hier rüber transportieren, weil ich brauche ja immer noch für das Monument einen Haufen Glas. Falls das dann in die letzte Bauphase Alle hier glauben an ihre tritt. Vision. Das spürt man. Werkzeug steigt auch langsam wieder. Das ist nicht so schlecht. Ich kann jetzt eigentlich auch mal hier die Aufstiegsorgie ein bisschen beenden. Und sage... Ingenieure, ihr werdet... Uah, jetzt ploppt mir die hier dazwischen. Gelb werdet ihr. Executives sind sowieso schon gelb. Die können nicht mehr gelber werden. Die hier brauchen, glaube ich, nicht mehr einsteigen. Einsteigen vor allem schon wieder. Mann! Und schon haben wir eine Bilanz von plus 5500. Wunderbar. Das freut mich doch. Und 400.000 Gold. Geld. Der braucht jetzt ja keine Bauzahl mehr, oder? Nö, dann können wir hier... Ich glaube, das baue ich jetzt anders. Geht das so vielleicht? Passt das? Nee, das passt. Hier. Weil sonst habe ich ein Problem, dass ich da ja... Naja, ich habe sonst ein Problem mit der Symmetrie, weil das Gebäude ja nicht ganz passt hier. Lade wichtige Informationen zur Relation von Steuern, Einkommen und Bevölkerungs- Verbindung unterbrochen. Warum auch immer. Naja. Informationen zur demografischen. Ist jetzt die Arche noch da? Aber ich kann sie nicht nutzen, weil ich irgendwie jetzt offline bin. Warum Informationen auch immer. Zur demografischen. Seltsam. Da scheint mir irgendwie die Verbindung zum Anno-Server abgekackt zu sein. Vielleicht ist Wartungstag. Aber das glaube ich eher weniger. Ach, hier muss noch ein Weg hin. Sonst schreien die. Registriere Unterwasserplateau. Lade verfügbar. Was hat noch die Eve jetzt? Ist das wegen dem, dass das Ding offline ist oder wie die das Spiel? Weil die jetzt die ganzen Achievements alle nochmal sagt oder was auch immer die gerade macht. Bin ich gerade nicht so im Blick, was die für im Schilde führt. Wahrscheinlich will sie gegen uns putschen oder so. Das kann ja gut sein. Filtere Informationen zum Thema Items. Klappe! Ich brauche deine Items nicht. Ja, ich bin offline. Warum auch immer. Ja, ich weiß, dass da oben Verbindungsversuch kann ich jetzt machen. Cool. Schauen wir mal, ob es geht. Ich habe da oben ja eh meinen DX-Story-Counter, also sehe ich das immer nicht so toll. Der zeigt mir übrigens auch an, welche FPS ich später im Video habe. Und da bin ich dann bei 30. Das ist nicht so schlecht. Registriere Auftragsanfrage. Klappe! Nerv mich nicht da oben. Mann, ist die Nervbatzen, ey. Ist da Wahnsinn. So. Jetzt baue ich aber hier mal noch ein zweites Solarturmkraftwerk. Das muss jetzt sein. Ja, so wie zum Thema. War da nicht was mit Glas holen und so? 100 Tonnen Glas, ach du Scheiße. Das kommt davon, wenn man die Produktion immer nicht überwacht. Ich erkenne dieses Verhalten. Okay, er kann sich nicht verbinden, also scheinbar ist mein Internet abgekackt gerade, aber das ist ja mal nicht so tragisch. Brauche ich momentan nicht. Weil ich bin ja unter der Aufnahme. Obwohl es die auch nur noch 5 Minuten geht. Weil ich habe ja hier einen Jemand Countdown auf meiner... Ihre Hilfsbereitschaft. Auf meiner G510, der zeigt mir an, wann die Aufnahme vorbei ist. Alter, die Eve nervt mich gerade. Ist da Wahnsinn.
Wo ist mein Schiff? Registriere Wissenschaftsgebäude. Lade Datenlog zur Entwicklung von... Wo ist denn mein Kommandoschiff? Ach, da kommt's angetuckert, das lahme Ding. Na, super. Da kann ich ja dreimal neu aufnehmen, bis das mal da ist. Ergebnis korrekt. Alter, die nervt gerade. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier mal einiges an Glas. Und Solarturmkraftwerk, bitte. Reicht es hier? Der Platz, reicht es? Sie verbessern sich selbst. So wie ich? Nein! Das müsste platztechnisch reichen, oder? Jo, reicht. Weil dann kann ich nämlich hier hinten noch ein zweites bauen. Hier so hin, oder? Das müsste doch reichen. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, weil ich die Größe dieser Solarfelder hier nicht auswendig kenne. Aber es reicht. Ich weiß, die brauchen einen Haufen Platz, aber es gibt da gerade keine wirkliche andere Möglichkeit. Zum Themenkomplex U-Boote. Hier großartig Energie zu produzieren. Einen zweiten Staudamm können wir hier wohl eher weniger bauen. Das heißt, wir müssen hier auf diese Solarturmkraftwerke ausweichen. Oder natürlich, wir bauen Tycoons und machen ein Atomkraftwerk. Aber das bin ich immer nicht so der Fan von. Ich möchte meine Insel nicht unbedingt zu einem Strahlenparadies machen. A la Metro. Oder so. Das wäre nicht so toll. So, dann haben wir hier jetzt wenigstens wieder ein bisschen mehr Energie. Was braucht ein Flussklärwerk nochmal? Ach, hier haben wir übrigens Schildgeneratoren. Sind ganz cool, kann man sich gegen Atomraketen schützen damit, aber allerdings nur in größerer Zahl. Und das braucht 250 Energie. Könnten wir uns eigentlich leisten, noch ein zweites Flussklärwerk? Obwohl das eigentlich mit 279 in Ökobilanz doch relativ gut ist. Vor allem, weil die Zufriedenheit der Bevölkerung dann dadurch alles verbessert wird und so bla 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 bla. Wobei jetzt der Fisch wieder fehlt. Na super. Aber wir haben hier hinten eine neue Produktionskettendingens. Ach, die Verbindung ist wieder hergestellt. Schön. Hier kann man nämlich auch effektiver bauen, weil die ja nicht verbunden werden müssen mit... Die Einfahrt in den Hafen muss ich aber noch lassen, sonst kommt hier keiner mehr rein. Ich kann natürlich hier draußen auch noch Anlegepunkte... Okay, ich nehme alles zurück. Kann ich nicht bauen. Aber naja. So, wir haben wieder zwei neue Hovercrafts. Schön. Die kommen hier hin. Und dann ist die Aufnahme auch schon wieder fast vorbei. Wir haben ja einiges geschafft heute in der Aufnahme. Ein komplett neues Stadtviertel zum Beispiel. Das passt. Das Krankenhaus kann wieder weg hier. Da können wieder neue Häuser hin. Habe ich gerade im Augenwinkel so gesehen, dass das auch noch da steht. So, hier hinten können noch ein paar Häuser hin. Oder auch nicht. Weil uns irgendwie die Bauzonen schon wieder ausgehen. Wer auch immer die alle braucht, immer. So, hier mal den Weg rum. Das Monument macht Fortschritte. Ja, eigentlich ganz gut. Und der letzte Bauabschnitt braucht ja dann, so wie ich das sehe, 300 Tonnen... Werkzeug und 160 Tonnen Glas. Sollte aber machbar sein. Also mit Werkzeug haben wir jetzt keine Probleme mehr, weil wir hier drüben ja eine Produktion, eine zweite haben. Glas haben wir hier oben noch eine zweite Produktion, zusätzlich zu der auf der Insel und dann passt das alles ganz gut. Ich muss nur immer dran denken, das Glas mit rüber zu transportieren. Und da muss ich in der nächsten Aufnahme auf jeden Fall noch die ganzen Dingens hier machen, die ganzen Produktionen hier ein bisschen verbessern. Und natürlich das Monument fertigstellen, die Stadt weiter ausbauen und alles drum und dran. Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Oh, ja, natürlich sollte man da auch einen Weg hinbauen, oder? So, bitte gerade. So, einwandfrei. Der Staudamm staudammt auch munter vor sich hin. Ach, der wird hier von einem kleinen Fluss gespeist. Oh, das ist ja cool animiert hier. Oh yeah, kleiner Bergsee mit Staudamm. Finde ich super. Hier unsere Stadt mit dem Monument im Bau. Altstadthafen. Mir gefällt das. Ist alles so schön detailgetreu.
Ich finde die Solaratomkraftwerke auch so überaus cool. Aber nun ja, jetzt würde ich sagen, mache ich eine kleine Aufnahmepause. Man sieht sich dann in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, ich bin dann wieder ganz gesund, muss ich ständig husten. Bis dahin, Servus und viel Spaß mit den Videos.